Wackeln! Ja, danke, dass du sie zur Schule bringst. Ja, das mache ich doch gern. Ich habe sowieso noch ein paar Sachen zu erledigen. So, mein Schatz. Und du? Machst du hier keine Schwierigkeiten, hörst du? Ach, das traut er sich doch gar nicht. Simi, soll ich dich mitnehmen? Nee, ich hole Lela. Sie hat doch ihren ersten Schultag im Krankenhaus. Das finde ich echt super von dir. Also, wer zuerst in der Stadt ist? Tschüss, ihr Lieben. Tag, Frau Jarisch. Ist Nele fertig? Ich wollte sie abholen. Ich muss dich enttäuschen, Pivi. Nele ist schon weg. Ach so? Ich habe ihr doch gestern Abend eine SMS geschickt, dass ich sie abhole. Naja, vielleicht hat sie die nicht bekommen. Hm. Aber ihr seht euch ja gleich in der Schule, hm? Ja, stimmt. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss, Pivi. So, dann komm mal rein. Und wo drückt der Schuh, Nele? Frau Kleist, ich glaube, ich gehe weg von der Schule. Was, du willst die Schule nicht zu Ende machen? Ja. Nele, ich verstehe, dass es schwer ist, darüber hinwegzukommen. Aber ich bin mir sicher, alle werden dir helfen. Und in ein paar Monaten sieht die Sache schon ganz anders aus. Du wirst es später bereuen, wenn du die Schule nicht zu Ende machst. Glaub mir. Ich weiß. Drum haben meine Mutter und ich uns überlegt, dass ich nach England gehe und da mein Abitur mache. Ich halte das alles nicht aus, wenn ich jeden Tag Pivi sehe und an das Baby denken muss. Und wieso England? Meine Tante Ulrike lebt da. Ich war schon ein paar Mal in den Ferien da und das wäre ein neuer Anfang für mich. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Hast du es Pivi schon gesagt? Noch nicht. Ich wollte zuerst mit Ihnen darüber reden. So, Herr K. Auf Wiedersehen, gute Besserung. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Was ist denn das für ein interessantes Arrangement? Die Kraft der Edelsteine. Ich bin im Internet auf die spannende Theorie gestoßen, wie Steine auf den Menschen wirken. Das ist total faszinierend. Also es gibt da... Gallensteine, Nierensteine, Hinkelsteine und Pflastersteine. Wer ist denn das Nächstes? Frau Weller, bitte. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, Sophia. Und, war gut? Herrlich, ganz klare Luft, du hast was verpasst. Sobald ich wieder fit bin, werde ich dich keine Minute lang mehr allein laufen lassen, das schwöre ich dir. Kaum zu glauben, dass du vor einem Jahr noch ein eingefleischter Junggeselle warst. Meine Zahnbürste in deinem Bad hat dich in Panik versetzt. Wer sagt dir, dass ich kein Junggeselle bleiben will? Wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Präsentation. Diese Tribüne wird seitlich von zwei Kopfbauten flankiert und nach oben hin von einer Pergola abgeschlossen. Diese Pergola wird die gesamte Tribüne U-förmig einfassen und bildet so den Übergang in den Karthausgarten. Bitte sehr, Frau Kollegin. Vielen Dank. Je nach Bedarf können aus der Pergola textile Segel als Sonnen- oder Regenschutz ausgefahren werden. Unsere Tribüne in Form eines antiken Altars gewährt von allen Plätzen einen freien Blick auf die Bühne. Vielen Dank, meine Herren. Ja, Frau Brucker, Herr Ullmann, vielen Dank für die überzeugende Präsentation. Ihr Entwurf entspricht in jeder Hinsicht unseren Erwartungen. Ich gehe davon aus, dass Sie morgen in der Sitzung die Frau Windisch vom Denkmalamt genauso überzeugen werden wie uns. Vielen Dank. Wiedersehen. 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 Wir sehen uns morgen. Wiedersehen. Wiederschauen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, weil wir ein gutes Team sind. Siehst du, kaum verliere ich meine Angst vor Zahnbürsten, schon kriegen wir den spannendsten Auftrag der Stadt. Was ist denn? Geht's dir nicht gut? Keine Ahnung, ist wahrscheinlich die Aufregung. Du bist ganz blass. Vielleicht steckt dir ja noch die Grippe in den Knochen. Ach, Blödsinn, mir geht schon wieder ganz gut. So.
Wir haben jede Menge Arbeit und du machst dich aus dem Staub. Wo gehst du denn hin? Das geht dich gar nichts an. Hast du etwa Geheimnisse vor mir? Jeder Mann braucht seine kleinen Geheimnisse. Das macht es doch gerade so spannend. Wir sehen uns hier um zwei. Nele, wo warst du? Ich wollte dich doch abholen. Ich muss dir was sagen, Phoebe. Was denn? Geht's dir nicht gut, Lene? Ich muss jetzt weg. Mensch, Nele, wart doch mal! Komm nach der Schule zu mir, okay? Hallo, Johannes. Maximilian, ich grüße dich. Was verschafft mir die Ehre? Ich muss dir dringend mal mit dir sprechen. Da bin ich aber gespannt. Frau Krause, ich will mal kurz hinten. Komm. Na, was los? Schon wieder erkältet? Nochmal? Gebe dir diese Grippehämmer aber nicht, das sag ich dir. Hier. Nee, nee, ich... eigentlich wollte ich dich nur fragen, ob du... Also... Wie ist denn das jetzt so mit dir und Inge? Jetzt, wo ihr verheiratet seid? Ja, sie ist das Beste, was mir hier passiert ist. Manchmal streiten wir uns. Sie ist eine starke Frau. Wieso willst du das wissen? Ach so, du denkst darüber nach, meinem Beispiel zu folgen, in die Höhle der Löwin zu steigen und Sophia zu heiraten. Hm? Was meinst du denn dazu? Das ist eine gute Idee, meine ich. Also seitdem ich Sophia kenne, da frage ich mich, was ich denn schon überhaupt alles im Leben verpasst habe. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ja, da kannst du mal sehen, was die Liebe aus einem macht. Was ist los mit dir? Geht's dir nicht gut? Oder hast du Angst vor der Hochzeit? Ja, genau das wird sein. Hier, trink das mal. Und vielleicht guckst du doch mal bei Christian vorbei. Blödsinn, ich hab nichts. Pass mal auf. Schau mal. Ich habe keine Ahnung, welche ihr besser gefallen würde. Eine größere. Ja. Das war auch der teure. Und weil ich auch gleich so toll gerechnet habe, habe ich von Frosch mit ein Sternchen bekommen. Klasse! Hallo Pivi, gibt Spaghetti? Ich hab keinen Hunger. Tut mir leid, Clara, aber ich kann nicht hin. Und warum nicht? Du hast es doch versprochen. Sei nicht traurig, wir werden auch so eine Menge Spaß haben. Aber dafür, dass du uns versetzt, wollen wir natürlich wissen, wer dir wichtiger ist als wir. Das geht euch gar nichts an. Ist er noch nicht da? Nee. Du siehst immer noch schlecht aus. Vielleicht habe ich nur zu wenig geschlafen vor der Präsentation. Ich habe mir das jetzt lang genug angesehen. Du lässt dich jetzt mal durchchecken. Sag mal, heute habt ihr es wohl alle auf mich abgesehen, ne? Keine Widerrede. Du gehst zu Dr. Kleist und ich treffe den Statiker allein. So, Frau Kern, wenn die Beschwerden noch da sind, dann kommen Sie einfach wieder. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Herr Ullmann, bitte. Ja. Guten Tag, Ullmann. Vielen Dank, dass das so schnell geklappt hat. Bitte, gerne, kommen Sie doch. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Okay, ich fühle mich ein bisschen schlapp in der letzten Zeit, aber ich hatte auch gerade eine Grippe. Haben Sie Kopfschmerzen? Nee. Schlafstörungen? Ja, ich schlafe schon seit längerem nicht besonders gut. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich irgendwie ganz schlecht Luft kriege. Mhm. Ich würde gerne mal Ihr Herz abhören. Haben Sie denn Druckgefühle auf der Brust? Nicht oft. Schwindel? Ja, hin und wieder. Aber eigentlich nur, wenn ich an die Frau meines Herzens denke. Ich würde gerne ein EKG von Ihnen machen. Aha. Hatten Sie schon mal Probleme mit dem Herzen? Nicht, dass ich wüsste.
Ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Ja, und im Grunde genommen fühle ich mich auch topfit. Außer im Moment. Es gibt da ein paar Unregelmäßigkeiten auf Ihrem EKG. Den müssen wir unbedingt auf den Grund gehen. So, Sie können sich wieder anziehen. Ja. Ich werde Sie zum Kardiologen überweisen. Das ist ein Kollege von mir, Dr. Fuchs. Das geht frühestens nächste Woche, Herr Doktor. Ich bin momentan beruflich ziemlich eingespannt. Also so lange würde ich auf keinen Fall warten. Mit Herzgeschichten ist nicht zu spaßen. Wollen Sie etwa sagen, ich habe wirklich was am Herzen? Vielleicht ist alles nur ganz harmlos, aber wir müssen auf jeden Fall jede ernsthafte Erkrankung ausschließen. Nora, machen Sie bitte für Herrn Ullmann einen dringenden Termin bei Dr. Fuchs. Ja? Ich schreibe Sie krank. Das ist eine sehr gute Idee, Herr Doktor. Ich bin nämlich Freiberufler. Hören Sie, Herr Ullmann, Sie müssen sich diese Zeit nehmen. Und währenddessen keine Aufregung und kein Stress. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde auf mich aufpassen. Ich kann einfach nicht anders. Hey, wir bleiben doch zusammen. Ich habe alles schon mit Frau Kleist abgesprochen. Ich werde zu meiner Tante nach England ziehen. Nach England? Ja. Das ist ganz schön weit weg. Ja, andererseits, wir können uns in den Ferien sehen und in den verlängerten Wochenenden. Es gibt einen Tunnel und die Flieger sind echt billig. Pevi, bitte versuch doch, mich zu verstehen. Ich will einfach nur noch weg hier. Vergessen, was passiert ist. Und was ist mit uns? Ich meine, du kannst mich doch nicht einfach so verlassen. Nele, bitte. Du hast doch gesagt, dass du mich liebst. Wann kommst du wieder? Ich meine, du kommst doch wieder, oder? Ich werde in England zur Schule gehen. Da mein Abi machen. Das heißt, es ist vorbei mit uns beiden. Darf ich's wagen, euch zu helfen? Zur rechten Zeit am rechten Ort. Bitteschön, apropos, was machst du schon hier? Wieso? Wollt ihr mich nicht sehen? Ein Scherz, mein Herr. Hallo, Christian. Leonie, guten Tag. Sie müssen Marlene sein. Ich bin Leonie Sturm, eine Freundin von Christian. Hallo, nett, Sie kennenzulernen. Entschuldigung, das ist meine Frau natürlich und das ist Leonie Sturm. Wir kennen uns von der Universität. Ich war damals mit Christians Mitbewohner Frank zusammen. Die beiden Mediziner und ich als Germanistikstudentin dazwischen. Tja, wir hatten wirklich eine lustige Zeit damals. Na, und jetzt treffen wir uns plötzlich in Eisenach wieder. Ich bin die neue Leiterin des Tourismusbüros. Ach, seit wann sind Sie in Eisenach? Ungefähr 6 Wochen, aber es ist wirklich sehr hübsch hier. Ja. Also, dann vielleicht sieht man sich ja mal. Kommen Sie doch mal zum Abendessen zu uns. Ja, das wäre schön. Rufen Sie mich doch einfach an. Christian hat meine Nummer. Hat mich gefreut, Marlene. Tschüss. Sehr nett. Warum hast du nie was von ihr erzählt? Ach, keine Ahnung. Das habe ich bestimmt vergessen. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen, von der ich noch bis vor einem Jahr gedacht habe, dass ich sie niemals stellen würde. Sophia Brucker, willst du meine Frau werden? Bist du sicher, dass du das willst? Sie fordert es heraus, dass ich einen Rückzieher mache. Ja, 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 ja.
Ja, Maximilian, ich will deine Frau werden. Ist der schön. So. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Könntest du mir kurz hochhelfen? Ja. Das war wohl doch ein bisschen viel für mich heute. Zuerst sind wir unserem Auftrag einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Und dann will mich die wunderbarste Frau, die ich je kennengelernt habe, heiraten. Ich bin ein richtiger Glückspilz. Na, warte mal mit dem Glückspilz bis nach dem Essen. Ich habe ein neues Rezept ausprobiert. Was hat der Arzt gesagt? Nichts Besonderes. Ich habe morgen Termin beim Kardiologen. Ach so, das sagst du so nebenbei, dass du morgen beim Kardiologen einen Termin hast. Dann ist es doch ernst. Nein, es ist eine reine Routineuntersuchung. Dr. Kleist ist eben besonders gründlich. So, und jetzt lass uns essen. Ich habe einen Riesenhunger. So, jetzt habe ich ihm was vorgelesen. Er schläft. Hey, Peewee! Was hat er denn? Nele war heute bei mir. Sie will die Schule verlassen. Was? Wieso das denn? Sie hat das Gefühl, dass sie den Verlust ihres Kindes besser verarbeitet, wenn sie Eisenach verlässt. Sie will zu ihrer Tante nach England und da die Schule weitermachen. Oh Mann. Es bricht ihm das Herz. Ja, es wird sicherlich nicht einfach für ihn. Aber ich weiß eigentlich auch keine Lösung. Ja, aber meinst du nicht, ist es für beide besser, wenn sie es gemeinsam verarbeiten? Ich rede mal mit ihm. Schatz, er weiß, dass du für ihn da bist. Lass ihm einfach ein bisschen Zeit. Er wird sicher zu dir kommen. Soll ich nicht doch mitkommen? Bist du sicher, dass du mich nicht bei der Sitzung brauchst? Erstens mache ich das nicht erst seit gestern. Zweitens bin ich bestens vorbereitet. Und drittens gehst du jetzt zu deinem Arzttermin. Das ist wichtig. Na gut, aber du rufst mich sofort danach an, okay? Na klar, sofort nach der Sitzung. Ich muss noch was erledigen. Soll ich dich fahren? Nicht nötig. Ist alles in Ordnung. Papa, ich hab's eilig, okay? Tschüss! Tschüss. Und, Herr Doktor? Was sehen Sie? Sie können sich drüben wieder anziehen, Herr Ullmann. Ich bin gleich bei Ihnen. Ja. Ullmann? Sophia, wie ist es gelaufen? Was soll das heißen? Die Windisch will uns den Auftrag nicht geben. Wo bist du jetzt? Warte, ich bin gleich bei dir, ja? Entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor, aber ich muss ganz dringend weg. Schicken Sie die Ergebnisse bitte an Dr. Kleist, ja? Moment mal, Herr Ullmann, Ihr Befund ist höchst besorgniserregend. Ich würde unter gar keinen Umständen... Es tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Zeit. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bleib hier. Ich weiß auch gar nicht, was ich ohne dich anfangen soll. Mach's mir doch nicht so schwer. Ich kann nicht hier bleiben. Aber du kannst doch auch nicht weggehen. Und wenn du nur ein paar Wochen Ferien in England machst und dann wiederkommst.
Piwi, bitte lass das. Es ist doch schon alles entschieden. 2 Stunden geht mein Flug. Das kann die doch nicht tun. Die kommt nach 4 Wochen aus dem Urlaub zurück und machst uns alles kaputt. Natürlich kann sie das tun. Sie ist die Chefin. Sie hat den Baureferenten beauftragt, eine neue Ausschreibung zu machen. Ich will sofort mit der reden. Ah, Herr Mukisch. Ja, es tut mir leid, Herr Ullmann. Frau Windisch hatte einige Probleme mit ihrem Entwurf. Ja, aber Probleme lassen sich doch lösen, oder? Ich will nicht unfair zu Ihnen sein. Sie haben eine Menge Arbeit mit diesem Projekt gehabt. Wenn Sie uns bis Donnerstag eine Variante vorlegen, die Frau Windisch überzeugt, dann haben Sie den Auftrag. Mehr kann ich leider nicht für Sie tun. Das sind ja nur 2 Tage. Ullmann? Herr Ullmann, Kleist hier. Hören Sie, ich habe gerade den Befund von Dr. Fuchs vor mir liegen. Ich muss Sie bitten, sofort in die Praxis zu kommen. Es tut mir leid, es geht frühestens Freitag. Vorher unmöglich. Sie sind ernsthaft krank, Herr Ullmann. Ich muss leider darauf bestehen. Hey, Piwi. Tag, Herr Bergmann. Und, hast du es dir überlegt? Was? Ich habe dir den Prospekt gegeben von dem Sportinternat in Garmisch. Und, was ist damit? Der Direktor hat mich angerufen. Da sind noch Plätze frei. Du solltest dich schnellstmöglich bewerben. Und er hat großes Interesse an dir. Und ich habe ihm natürlich auch gesagt, wie gut du im Tennis bist. Hm. Ich muss los. Ich habe noch Unterricht. Auf Wiedersehen. Piwi. Tag, Herr Ullmann. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Bitte. Herr Ullmann, ich habe leider recht mit meinem Verdacht. Bei Ihrer Erkrankung handelt es sich um eine virale Myokarditis. Das ist eine Herzmuskelentzündung. Deshalb auch die Atemnot und die Druckgefühle auf Ihrer Brust und überhaupt die allgemeine Schwäche. Und was heißt das? Werde ich wieder gesund? Nur, wenn Sie meine Anweisungen befolgen. Sehen Sie, Ihr Herzmuskel ist durch die Entzündung stark geschwächt und arbeitet nur auf halber Kraft. Ich werde Ihnen hochdosierte Antibiotika verschreiben. Aber wichtiger als die Tabletten ist, dass Sie sich schonen. Schonen? Sie verstehen, was ich meine. Ich erwarte absolute Bettruhe, keine Aufregung und null Stress. Ich komme nachher noch mal bei Ihnen vorbei, dann bringe ich die Medikamente mit. Das ist völlig unmöglich. Ich kämpfe im Augenblick um einen sehr wichtigen Auftrag. Ich kann meine Frau nicht einfach so allein lassen. Herr Ullmann, ich glaube, Sie haben immer noch nicht den Ernst der Lage begriffen. Es geht hier nicht um Wollen. Sie sind schwer krank und wenn Sie Ihr Herz weiter so belasten, dann setzen Sie Ihr Leben aufs Spiel. So, da bin ich wieder. Wollen wir uns gleich an die Arbeit machen? Zuerst sagst du mir, was bei deiner Untersuchung rausgekommen ist. Ach, nichts Dramatisches. Ich habe mir ein paar Antibiotika verschreiben lassen und soll die nächsten Tage ein bisschen kürzer treten. Was machst du dann hier? Geh nach Hause, ich schaffe das doch auch allein. Guck mal, das ist unser erstes gemeinsames Projekt, da lasse ich dich doch nicht hängen. Und außerdem habe ich schon eine Idee, wie wir die Windisch vielleicht doch überzeugen können. Pass mal auf. Du hattest doch den Eindruck, dass ihr die Tribüne zu wuchtig war. Wir lassen die Kopfbauten einfach weg und krümmen die Tribüne wie ein Amphitheater. Und dann überspannen wir die gesamte Tribüne mit einem temporären Segel. Das wird viel preiswerter. Und das ist doch auch ein Argument, oder? Tja, es könnte funktionieren. Macht eine Menge Arbeit, verändert unser Konzept. Aber es ist eine großartige Idee. Danke. Hey, lass mich mal ran. Bist du ein totaler Schlaf? Hey!
Lass mich ran. Hau ab. Hey! Ah, Frau Kleist, zu Ihnen wollte ich gerade. Herr Bergmann, ja. Es geht um Peavy. Ich mache mir langsam Sorgen um ihn. Er wirkt in letzter Zeit so abwesend und heute war er nicht da in Mathe, ohne Entschuldigung. Ja, er hat's im Moment nicht leicht. Vielen Dank. Ja, bitte. Peavy! Peavy! Was machst denn du hier? Nichts, ich muss los. Ja, warte, du müsstest doch längst in der Schule sein. Was treibst du denn hier rum? Kein Bock auf Schule. Ja, das gibt's. Bist du traurig, willst du mit mir reden? Das bringt auch nichts. Doch, doch, reden bringt immer was. Komm. Nicht? Davon kommt sie auch nicht wieder. Ach, mein Peavy. Liebe kann wunderschön sein. Aber sie kann auch furchtbar wehtun. Es ist so beschissen. Weißt du, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich gar nicht erst verliebt. Also, dass Ihnen Ihre Arbeit wichtig ist, das kann ich verstehen, aber Ihr Leben sollte Ihnen wichtiger sein. Sie haben leicht reden. Meine Arbeit ist mein Leben. Ich bin es nun mal nicht gewohnt. Ich kann es mir auch nicht leisten, einfach so untätig herumzusitzen. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, Herr Ullmann. Hiervon nehmen Sie bitte dreimal täglich vor den Mahlzeiten eine. Und hiervon nehmen Sie bitte eine vor dem Schlafengehen. Ja. Und jetzt hören Sie mit dem Arbeiten auf und legen sich gefälligst hin. Ja. Eins noch. Ich habe meiner Frau nicht gesagt, wie krank ich wirklich bin. Finden Sie, das ist eine gute Idee? Glauben Sie nicht, sie sollte Ihnen beistehen? Ich habe Sophia gerade seinen Heiratsantrag gemacht. Wir sind so glücklich miteinander. Ich möchte Sie mit meiner Krankheit einfach nicht belasten. Können Sie das verstehen? Ehrlich gesagt nicht. Sie sind ein schönes Paar. Sie scheinen mit ihr das Große losgezogen zu haben. Also, warum gehen Sie so sorglos mit Ihrem Leben um? Finden Sie das fair? Ich werde auf jeden Fall versuchen, mich an Ihre Anweisung zu halten. Das sollten Sie auch. Wenn schon nicht in Ihrem Interesse, dann wenigstens im Interesse Ihrer Frau. Also, auf Wiedersehen, Herr Ullmann. Ach, sind Sie Dr. Kleist? Ja. Guten Tag, Sophia Brucker. Es freut mich, dass wir uns mal kennenlernen. Dr. Kleist hat mir nur ein paar Medikamente vorbeigebracht. Es ist doch nichts Ernstes, oder? Nun, wenn jemand seine Medikamente nimmt und sich wirklich schont, dann wird er auch wieder gesund. Ich passe schon auf ihn auf. Wiedersehen. Wiedersehen. Ist alles okay? Ja, ja, sicher. Endlich kommt jemand, mit dem ich Pferd spielen kann. Peavy hat keine Zeit. Und Julia hat gesagt, ich bin viel zu groß dafür. Oh, das ist ja unglaublich, wie du hier vernachlässigt wirst. Was? Wer wird hier vernachlässigt? Hallo, Schatz. Hm. Ich spiele mit dem Pferd. Hm? Ich kann es doch viel besser als Christian. Auch besser wie Jan. Okay, dann gehe ich schon mal die Kutsche fertig. Gut. Na, du hast ja verborgene Fähigkeiten. Schatz, Peavy hat heute die Schule geschwänzt. Echt? Johannes hat ihn vor der Spielhalle getroffen. Wo ist er denn? Im Garten. Okay, ich rede mit ihm. Man kann in der Familie auch gar nicht in Ruhe gelassen werden, ne? Erstens lassen wir niemanden in Ruhe, dem es nicht gut geht. Und zweitens? Zweitens habe ich gehört, du warst halt nicht in der Schule. Peavy, ich weiß, es geht dir im Moment nicht so gut, aber
Vielleicht sollten wir drüber reden. Das ist wegen Nele. Hm? Ich verstehe sie einfach nicht. Jetzt ist sie weg und ich vermisse sie so sehr. Ich weiß, wie schwer dir das fällt. Gerade nach dem, was ihr beide durchgemacht habt. Wenn sie mir irgendeine Telefonnummer dagelassen hätte. Sie will das alles einfach nur hinter sich lassen. Weißt du, Menschen haben die unterschiedlichsten Methoden, mit Trauer fertig zu werden. Vielleicht hat Nele einfach intuitiv das Richtige gemacht, um es euch beiden zu erleichtern. Sie ist weg! Und ich sitze immer noch in diesem popeligen Eisenach! Alles hier erinnert mich an sie. Ich weiß einfach nicht, wie ich das aushalten soll. Mensch, du bist noch jung. Du hast dein ganzes Leben vor dir, Peavy. Ich weiß, das hört sich abgedroschen an, aber du musst einen Weg finden, in die Zukunft zu sehen. Hörst du? Wir sind alle für dich da, wenn du das willst. Ich weiß, Nele ist deine erste große Liebe. Und glaub mir, es wird immer ein Teil von ihr in deinem Herzen bleiben. Der Arzt hat gesagt, du sollst dich schonen und du arbeitest die Nacht durch. Entschuldige, aber ich musste einfach sehen, ob unser Lösungsansatz funktioniert. Und ich glaube, ich hab's jetzt. Schau mal. Es bleibt nur die gebogene Stahlkonstruktion über dem Amphitheater übrig. Ich finde, das sieht sehr elegant aus, oder? Mhm. Aber das hätte ich auch machen können. Oder traust du mir das nicht zu? Es tut mir leid, aber ich glaube, ich werde die Sache erst aus dem Kopf kriegen, wenn wir den Auftrag endgültig in der Tasche haben. Und außerdem wollte ich dich die ganze Arbeit nicht allein machen lassen. Wir sind doch schließlich Partner, oder? Ich mache mir einfach Sorgen. Und genau das sollst du nicht. Schließlich weiß ich selber, was ich mir zumuten kann und was nicht. Hey, was ist denn eigentlich los mit dir? Das ist ein Anblick, an den kann ich mich glatt gewöhnen. Ich hab mir halt noch was überlegt. Kommst du gleich nochmal mit? Ja, klar, aber lass ich jetzt aufräumen, ja? Okay. Das Sportinternat bietet mir einfach riesen Möglichkeiten. Weißt du, und wenn ich will, kann ich es im Tennis bis nach ganz oben schaffen. Und das Wichtigste für mich ist, ich kann hier weg von Nele. Und von den ganzen Erinnerungen. Ich weiß, du hältst nichts davon, von seinen Problemen wegzulaufen. Aber du wolltest doch überhaupt nicht auf diese Schule. Vielleicht fühlst du dich einsam. Hier ist immer jemand da für dich. Du hast gestern zu mir gesagt, ich soll in meine Zukunft blicken. Das Internat ist eine Zukunft für mich. Es ist eine Chance, verstehst du? Ja, aber das kommt alles ganz schön plötzlich. Ich möchte deiner sportlichen Zukunft nicht im Wege stehen, aber wenn du der Meinung bist, es ist für dich das Richtige, dann unterstütze ich dich natürlich. Aber du musst mir versprechen, wenn du dich einsam fühlst, dann kommst du nach Hause, ja? Danke. Ja, ich gratuliere Ihnen, Frau Brucker. Sie und Herr Ullmann haben wirklich großartige Arbeit geleistet. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass es Ihnen gelingt, in so kurzer Zeit die Vorgaben von Frau Windisch so hervorragend umzusetzen. Vielen Dank.
Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir den Auftrag bekommen haben. Wir werden uns gleich an die Arbeit machen. Na wunderbar, dann kommen Sie doch in den nächsten Tagen zur Vertragsunterschrift bei mir vorbei. Sehr gerne. Ich muss nur jetzt ganz schnell meinen Mann anrufen. Der ist schon sehr gespannt. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Ja, wir haben den Auftrag. Es ist hervorragend gelaufen. Schatz, ich bin so stolz auf dich. Wir sind wirklich ein super Team. Was machst du denn hier? Ich konnte einfach nicht zu Hause bleiben und auf deinen Anruf warten. Ich... Maximilian, was ist denn? Maximilian! Maximilian! Hilfe! Hilfe! Holen Sie bitte Dr. Kleist unten am Marktplatz. Hallo? Können Sie mich hören? Herr Ullmann, können Sie mich hören? Halt Schlüssel, ich muss den wiederbeleben. Wer bist du denn hier? Wir müssen ihn sofort in die Klinik bringen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Frau Brucker hat mit seinem Leben gespielt. Sie müssen in Zukunft darauf achten, dass er vorsichtiger mit sich umgeht. Aber er wird doch wieder gesund. Nur wenn er seinen Lebensstil ändert. Ich weiß gar nicht, wenn er sterben würde. Hallo. Du hast mir einen Schreck eingejagt. Es tut mir leid, mein Liebling. Es war auch anders geplant. Wenn Dr. Kleist nicht so schnell da gewesen wäre. Ich weiß. Ich weiß. In Zukunft wirst du dich schonen. Kein Stress. Du machst keinen Finger krumm, bis du wieder völlig gesund bist. Die Wandelhalle schaffe ich auch allein. Ich fahre jetzt schnell nach Hause und pack dir ein paar Sachen. Und dann bin ich gleich wieder da. Sophia, ich muss dir was sagen. Ich möchte nicht, dass du wiederkommst. Natürlich komme ich wieder. Nein, das wirst du nicht tun. Was soll das denn heißen? Wenn ich hier wieder rauskomme, dann wird mein Leben völlig anders aussehen. Kein Sport mehr, kein Spiel. Wir müssen all unsere Pläne vergessen. Dann machen wir ihm neue. Ich werde nicht zulassen, dass du dich meinetwegen einschränken musst. Irgendwann wirst du mir vorwerfen, ich hätte dein Leben ruiniert. Soll das heißen, du willst dich von mir trennen? Das verstehe ich nicht. Wir lieben uns doch. Du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich dich ausgerechnet jetzt alleine lasse. Doch, genau das kann ich verlangen. Du kannst noch so viel aus deinem Leben machen, Sophia. Aber nicht mit mir. Es klotzt am Ball. Bitte geh jetzt. Frau Brucker, was ist denn passiert? Er hat mich weggeschickt. Er will mich nicht mehr sehen.
verstehe überhaupt nicht. Was ist denn mit ihm los? Er hat gerade erfahren, wie krank er wirklich ist. Für jemanden, der so aktiv und voller Lebensfreude ist wie ihr Mann, ist das ein großer Schock. Ich vermute, er hat Angst vor der Zukunft. Deshalb will er alles aufgeben. Das Problem ist, wenn er sie aufgibt, gibt er auch sich selbst auf. Was soll ich denn machen? Haben Sie Geduld und geben Sie mir eine Chance. Ich kenne Maximilian nicht. Er meint, was er sagt. Deshalb liebe ich ihn ja auch so. Ich glaube, er braucht nur Zeit. Und gerade vor ein paar Tagen hat er mir erst gesagt, dass Sie das Beste sind, was ihm passiert ist. Frau Brucker ist total verstört. Was würden Sie denn in meiner Lage tun? Würden Sie wollen, dass eine Frau wie Sophia ihr Leben für Sie aufgibt? Ich mache mir nichts vor, Doktor. Es wird mir nie mehr richtig gut gehen. Und wer weiß, vielleicht werde ich sogar irgendwann ein Pflegefall sein. Das kann ich ihr nicht antun. Ich fürchte, Sie denken nur an sich. Aber das bricht ihr das Herz. Sophia wird bestimmt wieder jemanden finden, mit dem sie glücklich sein wird. Ich will ihr nicht im Weg stehen. Herr Ullmann, sie hat ihren Heiratsantrag angenommen. Sie will ihre Frau werden, in guten wie in schlechten Tagen. Ja. Aber ich bin davon ausgegangen, dass wir noch eine Menge guter Tage zusammen haben werden. Das werden Sie. Lernen Sie, mit Ihren Schwächen zu leben. Und Sie werden sehen, sie wird Ihnen helfen. Schatz, dieses Internat ist fantastisch. Da gibt es ganz viele Angebote. Da wird sich Pivi wohlfühlen. Es tut dir weh, dass er geht, nicht? Uns auch. Gerade konnte er noch nicht mal seine Schnürsenkel selbst zubinden und jetzt geht er weg. Unterdessen kann er das aber sehr gut selbst. Und er wird trotzdem dein Sohn bleiben. Wohin auch immer er geht. Und ich glaube, er weiß sehr genau, dass er jederzeit nach Hause zurückkommen kann. Ja, es tut trotzdem weh. Das wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Aber zeig ihm das nicht. Ja, es geht ja gar nicht um mich. Das Wichtigste ist, dass er wieder optimistisch einer Zukunft entgegensehen kann. Sophia, ich wollte dich gerade anrufen. Maximilian. Du hast mir vor 3 Tagen einen Heiratsantrag gemacht. Und das hast du ernst gemeint. Ich habe dir geantwortet, ja, ich will deine Frau werden. Und das habe ich ernst gemeint. Weil ich dich liebe. Und weil ich ohne dich nicht weiterleben möchte. Versteh doch, der Gedanke, dir zur Last zu fallen, war für mich unerträglich. Ich habe mir die ganze Nacht vorgestellt, wie es wohl ist, wieder allein zu sein. Ohne dich. Eine schreckliche Vorstellung. Entschuldige, aber ich habe mich benommen wie ein Idiot. Ja. Das stimmt. Aber weißt du was? Ich führe das darauf zurück, dass du nach deinem Zusammenbruch nicht mehr ganz bei Sinnen warst. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich auch. Ich auch. Endlich losgehen mit den Abenteuern. Ich erinnere mich noch, wie aufgeregt ich damals war, als ich endlich von zu Hause weg konnte. Aufregend alles. Na, das klingt ja nicht mehr ganz so begeistert. Was ist los? Angst vor der eigenen Courage? Vielleicht. Es ist komisch, euch und den Eisenach hier zu lassen. Selbst die Lehrer vermisse ich schon. Naja, ich verstehe das gut.
Aber damals, als du nach Eisenach kamst, hast du dich auch nicht so wahnsinnig wohl gefühlt. Ne? Du wirst dich gut einfinden, Garmisch. Hm? Bestimmt Freunde treffen. Du wirst den ganzen Tag Tennis spielen. Die Alpen, die Partys, die Mädchen. Auf jeden Fall war es eine super Entscheidung für dich. Hier, wir sind stolz. Und wenn du Kummer hast, Schatz, rufst du an. Genau. Du wirst mich doch in deiner neuen Schule nicht vergessen, oder? Könnte ich dich vergessen? Würde jeden Tag eine halbe Stunde an dich denken, mindestens. Ich auch. Und ich werde dir jeden Tag ein paar Fotos schicken, damit du weißt, wie es hier aussieht. Ach so, und ich habe dir hier ein Abschiedsbild für dich gemalt. Das bist du und das ist die Familie. Dankeschön. Das ist besser als jedes Foto. Allerdings erwarten wir von dir jede Menge Fotos, ist das klar? Und von der Zugspitze. Und von dir in Lederhosen. Beim Tennis. Toller Junge. Genau wie sein Vater. So, bevor wir jetzt alle in Trübsal verfallen, auf unseren Piwi. So soll's sein. Auf Piwi.